Direkt neben der Gaststätte Katharinenholz befindet sich im gleichnamigen Hölzchen die Platzbankkegelanlage des SV Eintracht Greifsfeld. Am 6. Spieltag der Kreisliga hatte der Verein die zweite des TSV Benndorf 1884 zu Gast. Aufgrund großer Personalprobleme mussten die Greifsfelder sich vor 2 Jahren aus der Königsklasse im Platzbankkegeln verabschieden. Halten sich seitdem im guten Mittelfeld der Kreisliga. Doch es gibt Hoffnung, so heuerte vor gut 2 Wochen ein junger Mann beim SV Greifsfeld an. Auch wenn der erst 15-jährige Kai Becker an diesem Tag mit 63 Holz Streicher wurde, ist er begeistert von dem ungewöhnlichen Sport. Die lustigsportliche Frage, sie brauchten einen und habe ich gleich gesagt, klar, gerne. Macht Hast Spaß. Hast du früher aufgestellt? Oder wie ja, habe ich auch schon. War auch schon öfter aufgestellt. Aber es macht einfach Spaß und super. Mhm. Hast du auch eine ganz respektable Leistung abgeliefert heute? Freust dich? Auf jeden Fall. Was findest du am schwersten dabei? Das Aufstellen danach. Wenn man die Kraft dann nicht mehr hat und dann aussieht. Bleibst also dabei? Auf jeden Fall. Warum schießen? Spaßvogel Werner Zienert gehört zu den alten Hasen und Stützen der Mannschaft. Doch der waschechte Mansfeller kann nicht nur Sprüche klopfen, er kann auch kegeln. Nachdem die Gäste aus Benndorf im ersten Durchgang mit 5 Holz vorn lagen, griffen die Greifsfelder noch einmal an. So konnte sich auch Herr Zienert in der 2. Runde steigern, erhöhte von 38 auf 41 und lieferte am Ende 79 Kegel aufs Konto der Gastgeber. Ja! Hörst du ein bisschen Pfanne jetzt? Ja, jetzt haben wir. Alles getroffen? Dankeschön. Mit Teamkollege Jörg Auwand waren die Benndorfer an diesem Tag sehr zufrieden. Er brachte 78 Kegel zum Fallen, war damit bester Starter für den TSV Benndorf 2. Ebenfalls zu den Stützen der Mannschaft gehört Jürgen Müller, auch wenn er an diesem Sonntag nicht in Höchstform war. Doch die meisten Platzbankkegelvereine haben 2 und mehr Mannschaften zur Verfügung. Die Greifsfelder dagegen bekommen die notwendigen 6 Spieler oft gerade so zusammen. Da ist manchmal auch die pure Anwesenheit gefragt. Auf gutem Landesliganiveau präsentierte sich am 6. Spieltag Ronny Müller. Er legte 40 Holz vor und erhöhte im 2. Durchgang sogar auf 49. 89 Holz, das ist in der Kreisliga nicht so häufig. Inzwischen waren die Gastgeber sowieso schon an den Benndorfern vorbeimarschiert und Ronny machte den Sieg perfekt. Daran konnte auch der Benndorfer Schlussstarter Achim Zeuch nichts ändern. Im Gegenteil, er wurde mit schwachen 64 Holz an diesem Tag Streicher seiner Mannschaft. Wir haben einen Mitbegründer des Platzbankkegelns hier im Greifsfeld. Wie ging das damals los? In Aschen war es so. Wo kam die Idee her, hier einen Platzbankkegelverein zu gründen? Das ist doch schon eine alte Tradition gewesen. Früher schon, ja. Aber wir haben den wieder aufgebaut 1957, 58, ja. Hier an gleicher Stelle, oder? Nein, in der Gaststätte vorne bei Knetzchenzinker. Mhm. Hier sind wir seit 1980. Mhm. Und die Regeln und so, das war alles genauso, wie es heute ist? Die Regeln haben wir erst aufgebaut, nach dem Krieg, ja. Und bis heute sind Sie fasziniert? Sie sind jetzt 86 Jahre. Bitte? Bis heute sind Sie fasziniert von dem Sport? Ja. Auch jetzt in Ihrem hohen Alter? Ja. Würden Sie gerne auch noch mal eine Kugel in der Hand nehmen?
Na, ich nehme mir noch eine Kuchen dann, ja, ja. Aber ich kann nichts mehr groß treffen, dann nur noch Kuchen. Ja. Mhm. Aber früher haben wir ja alle geworfen. Mhm. Ja, ja, das ist auch so eine Unart, dass jetzt oder nicht nur noch, aber viel gekuchert wird. Ja, ja. Eigentlich ging es ja früher über so eine Art Graben, sag ich mal, oder? Nee, früher hatten wir keinen Jummi, da waren die einzelnen Gegenstände dort. Mhm. War drunter eine Metallplatte. Aber du musstest werfen, denn das ging nicht mit Kullern. Ja. Mit 375 zu 347 Holz konnte Greifsfeld sich also einen klaren Sieg erspielen, kletterte damit in der Tabelle auf Platz 3 der Kreisliga. Zu verdanken war der Sieg aber der Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte der Begegnung. Ja, tja, kann ich auch nicht erklären. War in den letzten Wochen eigentlich nicht so. Da haben wir nur einen starken ersten Durchgang gehabt und sind im zweiten eigentlich eingebrochen. Aber heute mussten wir mal eine Leistungssteigerung zeigen, weil wir zurückgelegen haben. Und hat Gott sei Dank geklappt. Gut, das ist der nächste Gegner. Wir starten, also nächste Woche ist ein spielfreies Wochenende für uns. Darauf die Woche ist Pokal, da haben wir 8 frei. Und dann geht die Rückrunde los und da kommt sie wie Rote Dritte hier zu uns. Aber normalerweise seid ihr ja auswärts stärker als zu Hause. Ja, dann hoffen wir trotzdem, dass wir zu Hause nochmal den Kampf gewinnen können und so die nötigen Punkte, um Klassenerhalt zu sichern.